Hallo Jäger, es ist wieder Zeit für Bockjagd. Wir haben den März und den April, die saure Gurkenzeit, genutzt, um Revierarbeiten zu machen, Revierpflege, Ansitzeinrichtung zu reparieren und natürlich auch Rehwild zu bestätigen, zu gucken, wo sind die ganzen Wechsel und so weiter. Und ja, heute geht es auf Bockjagd. Und ich habe auch einen Spezialauftrag bekommen. Ich gehe heute an eine Wiese, die relativ nah an einer Straße liegt. Und da sind schon mehrere Böcke jetzt beobachtet worden. 4 an der Zahl, die sich da gegenseitig getrieben haben und immer über die Straße gelaufen sind. Und das sogar fast zu einem Unfall geführt hat. Ja, und das ist natürlich auch Wildunfallverhütung, ja, indem wir hier gezielt auf Jagd gehen. Und in dem Fall schauen wir mal, was hier für Böcke laufen. Ich weiß, dass hier ein sehr guter junger Sechser geht. Das ist natürlich kein Bock, den man schießen kann. Ansonsten läuft ja auch noch ein Spießer. Ja, das ist also der perfekte Abschussbock. Aber natürlich werde ich mir hier mal ein Bild von der Situation machen. Werde mal schauen, was hier überhaupt passiert mit dem Rehwild. Und da hinten steht schon Rehwild. Ich werde verrückt. Das ist genau die Wiese, die ich mir ausgesucht habe. Dann werde ich mal hier vorsichtig weiter Richtung Kanzel gehen. Da ist die Kanzel. Mitten in einer Hecke. Und hier habe ich Wiesen in alle Richtungen. Genial. Bereits in den ersten Minuten zeigt sich das erste Stück. Es ist ein Sechserbock, den ich schon in den Tagen zuvor mehrfach gesehen habe. Ältere Böcke verfegen in der Regel früher, aber verfärben sich später. Einen Fuchs sehe ich bei bestem Licht, als wüsste er, dass ich die Fuchsbejagung schon vor 2 Monaten eingestellt habe. Kurz darauf taucht rechts hinter mir ein Familienverband auf der Fläche auf. Diese 3 Rehe zeigen eindrucksvoll die Unterschiedlichkeit ihrer Erscheinung. Rechts steht die starke Ricke, die vermutlich beschlagen ist. Links ist das Schmalreh zu sehen, dessen Schürze von der Seite deutlich erkennbar ist. In der Mitte steht ein Jährlingsbock, ein Gabler mit Gehörn noch voll im Bast. Vorne zeigen sich 2 weitere junge Böcke, ebenfalls Gabler. Im direkten Vergleich sieht man, dass der vordere stärker und vermutlich ein Jahr älter ist als der dahinterstehende Jährlingsbock. Weit hinter mir lässt sich ein älterer Bock blicken, der sein Gehörn schon komplett verfegt hat. Und so sieht eine Ricke aus, die kurz vor dem Setzen ist. Dank meiner Wärmebildkamera, die ich auch tagsüber bei der Rehwildjagd einsetze, kann ich ein Reh ausmachen, lange bevor es aus dem Wald tritt. Ich hoffe auf den Spießerbock, aber es ist ein Schmalreh. Ihr folgt ein Jährlingsbock, der leicht gegabelt ist. Normalerweise würde ich diesen nicht schießen, aber aufgrund der Anzahl der bestätigten Böcke und der bestehenden Unfallgefahr an der nahegelegenen Straße entscheide ich mich für den Abschuss. Die Kugel trifft genau hinter dem Blatt. Der Bock zeichnet im Grunde gar nicht, aber die Fluchtstrecke ist nicht mehr als 20 Meter. Das Schmalreh ist recht unbeeindruckt. Ja, Bock im letzten Büchsenlicht und ich habe jetzt noch eine Viertelstunde gewartet. Es wird jetzt super schnell dunkel hier. Ich gehe jetzt mal zum Bock, der ist noch so, ich denke mal 20 Meter ist der noch gelaufen, aber der hat einen guten Schuss gehabt. Schauen wir mal. Ja, der ist natürlich noch voll im Bast hier. Aber guter Schuss. Lunge. Sieht ein bisschen wild aus, ist aber kein großer Ausschuss. Dürfte also Wildbret schon sein, hinterm Blatt. Ist natürlich jetzt hier Ende April auch noch nicht durchgefärbt. Ist halt echt kalt gewesen die letzten 2 Wochen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier Beute gemacht habe. Ja, schwacher Bock, leicht gegabelt. Aber das ist genau der richtige Abschussbock. Ja, und hier kann man mal genau sehen, wie so Bast eigentlich aussieht. Der ist leicht gegabelt,
aber nicht lauscher hoch. Genau richtig. Damit ich den Bock sauber im Auto transportieren kann, habe ich immer so eine kleine Tüte dabei. So geht das. Hygienisch einwandfrei. Das Aufbrechen wird direkt zu Hause erledigt, da die Wildkammer nur wenige Minuten vom Revier entfernt ist. Andernfalls würde natürlich direkt im Revier aufgebrochen werden. Unser bevorzugtes Bockmesser hat eine normale und eine separate Aufbrechklinge sowie eine Säge. Der Bock wird dann noch aufgehängt, ein gezielter Schnitt am Lauf setzt die Sehne frei. Da, ich muss rauf dran. Dort lassen sich die Wildhaken optimal einhängen. Ein weiterer Vorteil beim Aufbrechen direkt am Haus ist, dass wir das Wild ausreichend im Wasser ausspülen können. Für das Aufbrechen im Revier haben wir immer einen Kanister mit Wasser in Trinkwasserqualität dabei. Wir freuen uns über das beste Lebensmittel, das uns die Natur zu bieten hat.